Willkommen zurück beim Farmmanager 2018. Wir hatten ja gerade noch so das Himbeerfeld abgeerntet in der letzten Folge und müssen jetzt noch die beiden Workshops machen. Kann ich nicht abbrechen, ne? Schade, müssen wir die 60 Tage warten und dann den für Ziegen- und Schafsfarm zu machen. Der hier dauert auch 60 Tage und schaltet dann Stufe 3 der Gebäude frei. Aber kann ich doch theoretisch schon bauen. Ich soll einen großen Stall bauen. Das kriegen wir hin. Rums, alles weg. So. Als nächstes sind die Erdbeeren dran. Und mit den Erdbeeren, nee, da konnte ich hier nichts machen. So Erdbeersaft gibt es ja nicht. Zumindest hier nicht. Aber dann mit den Tomaten ein paar Tage später kriegen wir das auf alle Fälle hin. Also den großen Stall, den bauen wir jetzt direkt schon mal. Da arbeiten dann bestimmt 4 Leute drin. Da bin ich ja mal gespannt. Da könnten wir theoretisch die ganze Kuhsache nochmal neu aufziehen. Ah ja, schön, es regnet gerade relativ lange. Muss ich nichts bewässern. 12 Tage noch und hier sind es auch nur noch 38. Oh, das überschneidet sich ein bisschen mit der Tomate. Ein Tier ist geflüchtet. Schon wieder. Mann. Ihr meintet mal, dass das nur in meinen gekauften Parzellen rumstolzieren kann. Und dass ich immer mal zu zentral geguckt habe. Aber ich bin ja auch immer mal außen lang gefahren, aber ich habe es immer nicht direkt gesehen. Weiß ich denn. So, der große Stall ist fertig. Da passen 40 Tiere rein und 3 Leute, die da arbeiten können. Okay, wie viel Platz ist hier noch? Hier ist noch ein Platz frei. Mine Zimpel. So, du arbeitest hier mal. So, der Rest kann dann hier automatisch besamt werden. Kaufe ich bloß mal die Hälfte. So, weiter. Aber ich würde nochmal ein Gebäude für die Festangestellten bauen wollen. So, direkt dorthin. Ach, ein Schaf ist entlaufen. Auch das noch, ich hab's, keine Ahnung. Weiß nicht. Ganz am Anfang hatten wir es mal geschafft, als das erste Mal eins ausgebrochen ist. Die letzten Male. Ich habe schon dann ja trotzdem geguckt, aber ich finde es einfach nicht. So. Schon wieder voll. Auch egal. Eine mittlere Garage bauen? Nein, gerade nicht. So, das ist fertig. Da können wir noch 2 einstellen, die sich gut mit Tieren auskennen. Hannelore Apian. Gebäude 8. Und
war denn die eine? Hier, Hannelore Knopf. Zumindest nochmal... Ach nee, ich dachte, die hatte Ausdauer dabei. Das ist ja das mit den Obstgärten. Na gut, das ist nicht so schlimm. So, dann könnt auch ihr hier arbeiten, zu dritt. Zack. Jawohl, beide drin. Wunderbar. So, die Erdbeeren sind gleich fertig. Mal schauen, was da rauskommt, wie viele das sind. Es waren ja 23.000 Himbeeren. Und Erdbeeren? Ja, sind ja größer als Himbeeren. Ja, mal schauen, ich bin gespannt. Da sind sogar noch 3 Plätze frei. Alter, obwohl der ganzen Saisonarbeiter... Krass. Hätte ich nicht gedacht. So, und die beiden kommen dann gleich. 25 Tage Himbeeren und Tomaten. Na gut, aber das geht. Das ging ja relativ flott jetzt eigentlich immer mit dem Abernten. So, er dreht seine Runden aus Spaß. Oh, jetzt leckt es aber schon ganz schön hier rum. Oder es ruckelt. Leck ist es ja nicht. Ruckel die Zuckel. Ja, der ist gleich voll. Der muss auf alle Fälle wenigstens zweimal fahren. Zur Hälfte? Naja, fast. So, da ist er weg. 12.800. Okay, kommen doch mehr Erdbeeren raus. Na gut, von mir aus. Wie lange halt? Haben wir nur noch 5000 Gärfutter? Ui. Uiuiui. Wir haben aber auch viel, die das Gärfutter fressen. Kaufe ich nochmal 100.000. So, 23.000 Wolle haben wir mittlerweile. Hat einen guten Preis, ne? Aber ich sammle das einfach mal noch weiter. Jetzt geht's auch wieder, ne? Jetzt sind die alle fertig mit Abernten. Ah, es hat irgendwas entweder mit den Animationen oder mit den Berechnungen vom Feld zu tun, weswegen das immer genau dann so stark ruckelt. War's das? Nö, die haben noch mal was abgelegt, da kommt noch mal. Ein bisschen holt er noch. Genau, fahr wieder da hoch, fahr wieder hier runter und dann zurück. So, das war die Erdbeerernte. Alles noch feucht da drüben. Jo, 25.252 Erdbeeren. Marlina Ströbel, müssen wir mal gucken, wo die ist. Weg damit. Ja, komm, weg. Marlina Ströbel. Wo bist denn du? Mine? Nein, du bist neu. Hm.
Mina Mauer ist auch nicht gesucht. Marlina Ströbel? Das waren die drei hier oben. Oder ist das eine Saisonarbeitskraft? Nicht, oder? Doch, die kann ich tatsächlich auch direkt anklicken, okay. Marlina, ja genau, doch hier ist eine Saisonarbeitskraft. Ah, okay. Das war mir nicht bewusst, dass es die dann auch 8 Tage noch, dass die dann auch manchmal sowas hierher geliefert kriegen. Oh, 5000 Blütenhonig. Wahnsinn. Ich freue mich auf über meine Schafswolle. So, hier unten, wie sieht es da aus? 23 schon. Wir haben mit 20 angefangen, sind schon 3 dazugekommen. Und dann wird es noch mehr Kuhmilch. Aber der Weg geht ja bis hierhin. Die wohnen hier drüben alle. Das ist in Ordnung. Ich würde da noch ein zweiter daneben passen. Bloß mal. Ja, schon, aber ist ein bisschen breiter. Na gut, ja, vielleicht später mal. Wir müssen dann sowieso mit Sicherheit danach noch mehr bauen. Na komm schon, 4 Tage noch bis zur Himbeer- und Tomatenernte. Wie ist denn das eigentlich mit den Tomaten? Können die nicht vorher auch schon irgendwo hier in das... Ja, doch normales Obst und Gemüse kann ja auch eingelagert werden. Dass das direkt da eingelagert wird und dann verarbeitet wird? Die dann erstmal voll auf die Tomaten gehen. So, 3 Tage noch. Wie lange bleiben die Saisonarbeiter noch? Die sind noch halt bis 5.8. Okay, gut. Die sind noch über einen Monat da. Wunderbar. Oh, was haben wir denn da? Ungeziefer? Och, na jetzt werde ich aber wild. Und nochmal abernten. Und los. Geht hier relativ fix. Das dürfte es auf alle Fälle überleben. Davon abgesehen hätte ich auch niemanden mehr. Müsste wahrscheinlich noch mehr Saisonarbeiter anstellen, damit man das zumindest gleichzeitig abernten könnte. Müssten wir trotzdem hinkriegen, also das dauert jetzt nicht so übermäßig lange, auch wenn hier manche zu spät zur Arbeit kommen. Also so geht's ja nun nicht. Ah, Gott, es hat vorhin echt lang geregnet, dass die immer noch feucht sind und ich die kaum bewässern muss. Oh, verdammt, dass die auch in 24 Tagen fertig, das Kirschfeld. Okay, das hier ist auch schon über die Hälfte abgeerntet. Ja, sehr schön, sehr schön. Der hat schon mal 12.000 weggebracht. Mal schauen, ob es mehr wird als vorhin.
Was ist denn noch? Achso, das Buchweizenfeld ist fertig. Ja, okay. Da wird sich geliebt. Spitze. Ah, das war's fast. Hier nur noch ganz, ganz wenig. Hier noch und da und da und da. Ja, 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 ja. Alles weg. Super. So, passt das noch in deinen Container rein? Ja, sieht gut aus. Jo, das war's. Und zwar 23.305 Erdbeeren, Himbeeren. Ui, ist gerade bei 10. Ach du meine Güte. Ach du Scheiße. Ich glaube, das war die letzten Jahre auch so. Weg damit. Oh, halt. Einmal die Tomaten, bitte. Kann man denn bestimmen, dass die manche Sachen hierhin lagern sollen? Eher nicht, oder? Also, dass ich Sachen umlagern kann? Nee. Naja, aber die wissen, dass sie aus den Tomaten jetzt erstmal hier 100% alles verwerten zu Tomatensaft. Zu wenig Tiernahrung. Oh, hier. Workshop ist beendet. Wunderbar. Ach komm, da kommt gerade genug rein. Das passt schon. So, dann sollten wir den Workshop für Ziegen- und Schafsfarm war es, ne? Genau. Dauert 60 Tage, kostet 60.000. Machen wir. So, Himbeeren sind schon wieder in 44 Tagen fertig. Achso, die Erdbeeren sind... Ach, ich habe gerade überlegt, warum kann ich hier nichts machen? Ach ja, die sind auch schon wieder fertig. Ach Gott, oh Gott. Ach Gott. Ich glaube, da kommt auch richtig viel raus bei den Tomaten. Das sieht nett aus. Wie so eine einstudierte Choreografie fürs Feld. Uiuiuiui. So, habt ihr jetzt genügend? Ja. Die sind auch schon wieder in 41 Tagen fertig. Okay, was bringen denn... Tomate. 1,2 bis 1,6. Tomatensaft. 3,3 bis 3,6. Also deutlich mehr. Und wie ist da der Umrechnungskurs? War das nicht 1 zu 1 bei den Tomaten? Waren noch 100 Kilo Tomaten in 100 Stück Tomatensaft. Okay. Also können wir das verdreifachen. Oder fast. Je nachdem, wie gerade die Tomaten da stehen und die anderen. Oh shit, ich hoffe... kriegt die Erdbeeren dann nochmal raus. Weil da kommen nämlich viele Tomaten raus. Und da ballert die... Na? Ich habe gerade niemanden mehr. Ich muss mal wieder Leute einstellen, sehe ich gerade. Da ist alles voll. Da ist noch ein bisschen Platz. Noch jemand mit Maschinen? Greta Töpfer. Ich baue mal noch ein Haus für die Saisonarbeiter. Ich glaube, ich gehe hier drüben noch weiter, dass wir hier nicht direkt wieder Felder irgendwo anbauen. Sondern dann später hier hinten vielleicht erst mit dem Feld und hier noch ein bisschen Platz haben. Dann vielleicht auch nochmal für mehr Maschinen und so ein Kram. Aber schade, dass der die Tomaten da nicht direkt... Na gut, die haben sich schon Tomaten genommen. Wie lange hält sich so eine Tomate? Bis 9.8. Das ist nicht lange, das ist ein Dreiviertelmonat bloß. Uiuiui. Hier steht ja plus 25%. Ist das schon eingerechnet oder nicht? Ich glaube, das ist noch nicht mit eingerechnet. Bin der Meinung, vorher stand das auch schon mit den 50 Stück und den 100 da. Kommt vielleicht extra raus, also 125.
Oh, da 400 Stück Tomatensaft. Ich hoffe halt, die holen sich die ganzen Tomaten rein. Wenn nicht, dann muss ich die kurz vorher dann verkaufen. So, wir ernten erstmal hier ab. Oh Gott, das ist auch gleich fertig, die Kirschen. Uiuiui. Oder müsste ich... baue jetzt kein kleines Lager. Oder... oh, jetzt wird es noch mehr, wenn hier noch mehr rumhampeln. Oder müsste ich einfach hier hinten so ein Kühllager hinbauen? Oder werden hier wirklich nur... drücke Shift, um die Ressource zu verlagern. Ne, ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Ja. Jetzt hält sich es nämlich bis zum 8.9. Ah, das ist ja super. Das habe ich jetzt in dem kleinen Nebensatz hier erst gesehen. Ach so. Tomaten oder was? Ach so. Okay. Jetzt wird mir einiges klar. So kann ich das also machen. Okay, gut zu wissen, dass ich das auch manuell selber dann per Hand machen kann und nicht das Spiel. Boah, ey, das ist noch nicht mal zur Hälfte durch. Oder doch, es ist schon gerade über die Hälfte. So rum. Okay, Tomaten dauern echt lange. Wo hast du die Äpfel her? Oh Gott, die sind auch in 2 Tagen durch. Uiuiui. Ja, schade, ne? Dass die dann ja, bis zum 10.9. immerhin 1,5 Monate, ein bisschen länger. Tomatensaft haben wir jetzt schon ein bisschen hergestellt. Mist, jetzt sind meine Birnen fertig. Macht mal hin. Ich brauche freie Arbeitskräfte. Uiuiui, dass sich das wieder so lange in die Länge zieht. War das bei den Kürbissen so? Was auch so ewig gedauert hat? Können wir aber schon stolz auf uns mittlerweile sein, was wir hier so geschaffen haben. So viele Mitarbeiter mittlerweile. Am Anfang hatte ich ja gesagt, oh, 20 Mitarbeiter. Ich weiß gar nicht, wie da manche über 100 haben können. Jetzt haben wir in dem Fall selber 123. Na komm, eins von euch beiden muss fertig. Ich muss die Birnen da hinten rausholen. Das ist mir sehr wichtig. Ihr wisst alle, hier, die hier arbeiten, dass das... dass der heilige Gral unserer Farm ist. Die Birnenernte jedes Jahr. Da werden wochenlang Feste vorher, dabei und danach gefeiert. Ich will jetzt nicht noch welche anstellen. Oh Gott, ey. Ich fass es nicht, ey. Wie viele... Tomaten. Kilogramm. Ah nee, Quatsch. Da sind ja die Kirschen. Da sind ja gar nicht die Birnen. Da sind ja die Kirschen. Oh, das Spiel geht gerade ganz langsam. Mal gucken, wie viele Frames es gerade sind. Pass mal auf, ich blende es mal links oben ein. 22, 26, 29. Ich pack das mal nach rechts unten. Ist natürlich nicht viel. Wenn ich auf normalen Zeitverlauf gehe,
Ja, dann ein bisschen mehr. Ist egal. So, komm, macht mal hin jetzt. Ach Gott, ey, das kann doch nicht wahr sein. Trick, weil ich meine, überlegt mal, wir hätten alleine nur das Doppelte, also vier Felder, die gleichzeitig abgeerntet werden würden. Würde ja gar nicht gehen, das würde ja den Rechner komplett in die Knie zwingen. Ich meine, der ist schon nicht so schlecht, den ich ja habe, aber uiuiui. Weiß nicht, ob man das vielleicht in den Optionen irgendwie ausstellen kann, dass die Mitarbeiter vielleicht gar nicht angezeigt werden, sondern bloß die kleinen Icons drüber würde mir reichen. Ich muss die jetzt nicht unbedingt alle da rumflitzen sehen, auch wenn das nett aussieht, aber naja, performance-technisch ist das echt die Hölle. Seid ihr jetzt fertig? Da oben. Das ist Gott sei Dank jetzt der letzte Schwung, der da rauskommt. Und die auch. Oh, Gott sei Dank. Puh. Shit, ey. Denen geht's nicht gut hier. Erdbeeren, das sieht ja ganz gut aus, ne? 25.000 bis zum 21.8. die Tomaten. Hä? Ich dachte länger. Na doch, 255.000. Ach komm, weg damit. Erdbeeren auch weg. Ja, also ich weiß auch nicht. Also theoretisch, ja, machen wir damit mehr Geld, aber es dauert auch so ewig, ne? Mit der Verarbeitung hier oben meine ich. 165.000 Kilogramm Tomaten, ey. So, da hat er nochmal welche hingeliefert. Und weg damit. Gibt gerade einen guten Preis. Hier müssen wir unbedingt ganz schnell mal was gegen die Pilze unternehmen. So, da wird fleißig geerntet. Die Kirschen, die werden wohin gebracht? Hey, meine Tiere sind krank. Och nö. Ja, die verkaufe ich auch so. Ja, komm, dann mach den einen Arbeitsschritt noch zu Ende. Ich hab... Hä? Nee, bringt nichts. Kann ich die lieber woanders mit einspannen? Oh, ich dachte, er brennt. Zieht eine Feuerwand hinter sich her. Okay, 19 Tage bis zur nächsten Erdbeerernte und nochmal 35 Tage bis zur Tomatenernte. Oh Gott, ey. Oh Gott, das dauert so lange. Müssten wir trotzdem nochmal. Ich brauche noch einen dritten Traktor für die Obstbauern. Kriegen wir gleich frei. So, und zwar. Na komm schon, packen weg. So, 34.000 Kirschen. Habe ich noch Tomaten? Tatsächlich. So, ich mache da keinen Saft draus, weil, wie gesagt, irgendwie bringt es das jetzt auch nicht. Komisch, schade, ist aber so. Ah, ja, das Buchweizenfeld ernte ich nicht ab, das bleibt so. Oh, guck mal, man sieht hier oben einen leichten Regenbogen.
Hier, seht ihr das? Ist so ein leichter Regenbogen. Da, da ist er. Komplett. Oh, wie nett. Das ist ja ein schönes kleines Detail. Zack. So, oh, es regnet nochmal. Okay, super. Immerhin. Jo, sind auf alle Fälle über 3 Millionen gekommen. Die Sachen hinten ernten wir noch schnell ab. Und dann in 16 Tagen ist auch das Seminar zu Ende und dann geht's weiter. So, 4 Tage. Das hier oben auch nicht länger. Das auch nicht mehr. Die sind durch für dieses Jahr. Wunderbar. Das macht schon mit am meisten Stress, ne? Oh. Das ist auch fertig, die Himbeeren. Ich sehe gerade, dass uns einen Haufen Saisonarbeiter verlassen haben. Da müsste ich doch noch einmal ein paar anstellen. Dann macht mal los. Wir fangen natürlich mit unserem schönen großen Birnenfeld an. Zu wenig Tiernahrung. Oh, hör aber auf. Gärfutter ist doch genügend da. Vielleicht sollte ich einfach nochmal Gras kaufen. Ich glaube, das haben wir gerade gar nicht mehr, schon seit längerem. Na, komm schon, ein Tag noch. Jawoll. Ja, doch, da sind auch ein paar dabei, wenigstens. So, und jetzt macht hin, denn da müssen noch zwei andere abgeerntet werden. Aber das hier hinten ist ja bald fertig. Wunderbar. Und da können wir dann direkt das Apfelfeld nehmen und zum Schluss das kleinere Birnenfeld. Klasse. Wie sieht es denn eigentlich mit meiner Schafswolle aus? Halt. Oh, nice. Okay, 10 Tage noch bis zum Workshop und dann hätten wir das kleine Kapitel auch erledigt. Zumindest den Punkt innerhalb des Kapitels. Ich glaube, da kommen noch ein paar. So, das war schon. Die Himbeeren sind durch. Himbeeren nur, weil wir so lange die Schädlinge da drauf hatten, das Ungeziefer. Das ist ein bisschen schade, aber weg damit. Fertig? Ah, noch nicht ganz. 33.000 Birnen haben wir schon wieder. Super. 7.000 Honig. Boah. Okay, hier ist ja sogar nochmal Tomatensaft, das letzte bisschen wahrscheinlich. Ja, es ist immer nett gedacht, aber irgendwie, ich weiß nicht, bisher bin ich überhaupt nicht begeistert. Weder von der Saftfabrik noch von dieser komischen Besamungsanlage hier unten. Oder was wir da noch hatten, wir hatten ja schon noch was anderes. Weiß ich nicht. Aber guck mal, die Äpfel scheinen allgemein ein bisschen schneller zu gehen als die Birnen. Und hier hinten, die sind auch bald wieder fertig, die Erdbeeren. Die Tomaten dann nochmal 2 Wochen später. Oh, jetzt wird es wieder dunkel. Das sieht immer ganz nett aus, wenn es so ein bisschen dunkel wird. So Weltuntergangsstimmung. Ach, sieht mal. Den Himmel habe ich so noch gar nicht gesehen. Sieht auch nett aus. So, die Birnen sind fertig. Kurz warten, bis es wieder oben angezeigt wird. Und dann ist auch der Traktor frei. 84.000 Birnen. Super. Okay.
Preis ist bei 4,2, ist egal, verkaufe ich trotzdem. Mehr wird es nämlich nicht mehr. So, und das Apfelfeld ist auch fertig. Okay, 148.000 Äpfel. Weg damit. Ist verkauft, ne? 4 Millionen, ich denke. Das kann auch schon wieder abgeerntet werden. Na dann, los. Nehmen wir nochmal die Erdbeeren mit für heute. Ja, und ein Tag, jetzt ist dann auch gleich dieser Workshop vorbei. Ja, wunderbar. Und weiter geht's. Oh, Käse. Das ist Käse. Das sehe ich. Sehr gut. Du hast ein natürliches Talent für die Viehzucht. Sie geben so viel Milch, dass du an die Verarbeitung denken solltest. Ja, schon seit 10 Jahren. Baue eine große Molkerei. Ja, nicht ganz 8. Und stelle Käse aus Kuhmilch her. Läuft. Kriegen wir hin. Große Molkerei. Vor allem eine große gleich, ne? Es gibt ja auch eine kleine, aber wir sollen schon die. Ist so wahrscheinlich egal, ne? Da steht nur Milchverarbeitungsbetrieb. Ist wahrscheinlich wirklich Wurst, ob die große oder die kleine. Vor allem die große kostet das Zehnfache. Oh, okay. Ui, das überrascht mich jetzt. Die kleine ist schon mal relativ groß und die große auch nicht schlecht, ne? Pass mal auf, ich mache das erstmal anders. Ich baue erstmal die kleine. Könnt ihr dann später noch die große dazu bauen? Das macht es dann auch nicht mehr fett. Sowieso egal. Vom Geld her. Dahin? Oder hier drüben hin? Hier drüben hin, ne? So. Super, da die Birnen noch, da nochmal die Erdbeeren, das dauert wieder einen Moment. Okay, ist auch alles noch bewässert. Okay, dieses Jahr hatten wir echt Glück mit dem Regen. Wie viele sind das hier mittlerweile? 37 schon, uiuiui, nur noch 3 und dann ja, sind die auch bald voll. So, wenn hier drin auch 3 Leute arbeiten, dann können wir die aus der Saftanlage nämlich nehmen und da reinstecken. Was soll ich hier für Käse? Käse aus Kuhmilch. Okay, jo, das kriegen wir hin. Milch ist nämlich genügend da. Kurier könnte Nova Teschner nicht finden. So, warte mal, erstmal nochmal 71.000 Birnen. Weg damit. Super. Ja, genau, ihr sollt da arbeiten und zwar aus Kuhmilch. Hm. 40% der Kuhmilch in Käse umwandeln? So? Könnt ihr mal gucken. Was bringt ein Käse aus Kuhmilch? Erstmal die Kuhmilch und dann der Käse. Ui, ui. Da gibt es aber gewaltige Sprünge. Halleluja. Okay, na, da bin ich ja mal gespannt. So, erstmal die Kuhmilch. Dann macht ihr daraus gleich Käse. Super. Norbert Tenscher. War da nicht hier oben noch irgendwo? Nee, ich glaube da nicht. Da ist er doch. Super. Wie viel Käse? Ein Stück nur. Warum nur eins? Sonst will das Spiel auch mal ein paar Hunderte oder ein paar Tausende haben. So, und das ist gleich durch und dann packen wir das auch noch. Und die Erdbeeren kommen gerade nämlich auch rein. Okay. Die sind gerade gut im Kurs. Fast 222.000. Ne, 22.223. Okay, super. 4,7 Millionen. So, hier ist auch gleich das erste Mal Käse aus Kuhmilch durch. Ach, Milchverarbeitungsbetrieb sollen wir doch bauen.
Also doch den großen direkt. Okay. Ja gut, pass mal auf, das machen wir aber beim nächsten Mal. Die heutige Folge ist schon wieder ein bisschen länger. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.